So, willkommen zu Back to Saturn X2 Level 24. Nachdem wir gerade irgendwie da in der Hub-Map waren, Baum. Jo, und dann gucken wir mal mit der BFG, was sie uns so bringt. They are rage. Weil es klingt schon echt geil. So, das heißt, Weapons, BF. Hey, gibt's noch eine? Ach, Carrier kann auch noch. Oh, da haben wir uns jetzt gleich angeguckt. Carrier-Kanon müsste doch, glaube ich, die andere sein, die hier. Ist die einzige, die nach der BFG noch kommt. Na gut, wie gesagt, wir gucken uns mal die BFG an, da wollten wir das Ding holen. Und das Ding können wir auch gleich mit holen, ne? Ganz ehrlich. Wenn wir jetzt die BFG öfters benutzen, dann wäre das gar keine so schlechte Idee. Dann müssen wir irgendwie haben wir noch 6000. Gut, dann machen wir mal einen Rechtsklick. Ja, das kostet eine Kugel, also eine Munition quasi. Wenn ich jetzt nochmal klicke, dann kostet das nichts mehr. Weil ist jetzt quasi genau das, womit ich das verlängern kann. Jeweils um 16 Sekunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Hilfe, vorne bei Waffe. Warte jetzt wieder. Oh, lol, die nimmt direkt Schaden. Lol, wir haben uns. Moment mal. Wie sind jetzt schon voll? Alter, die nehmen ja doch ganz schön Schaden. Alter, die nehmen ja richtig Schaden. Die Frage ist, kann ich das Ding jetzt aufsammeln, ohne dass ich diese Kugel verliere? Tatsächlich. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Was? Alter, wie geil ist das denn bitte? Oh! Okay, das Ding nimmt auch Fässer. Völlig overpowered ist das denn bitte? Alter, wie viele sind denn davon? Bitte da! Voll die Sterne, wie die fliegen! Alter, was geht hier? Was geht hier gerade ab? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das ist das Exit. Wir need the blue key. Okay. Ah. Wow. Vor allem, wir müssen das Ding jetzt öfters mal klicken, weil es hat ja immer nur 16 Sekunden. Und mit jedem Klick wird halt um nochmal 16 Sekunden verlängert. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt additiv ist. Sprich also, dass quasi, ob das einfach aufaddiert wird. Halt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ja dreimal klicke, dass ich dann 48 Sekunden quasi habe. Oder ob es einfach so ist, dass immer ab dem letzten Schuss 16 Sekunden sind. Das wäre quasi die, ja. Eine Methode. Oh. Alter, wie viele Archivals hier sind. Vor allem, wie viel Schaden wir bitte machen. Die sterben wie die fliegen. Jetzt sind wir wieder hier unten. Boah, Alter. Au! Ja, das ist natürlich so eine Sache, dass natürlich das Ding hier auch die Fässer explodieren lässt. Da dürfen wir also nicht zu nah an Fässern rumstehen. Das tut uns ja wahrscheinlich selber auch weh. Oh! Es ist viel zu overpowered.
Also ich schätze mal wirklich so, dass das eigentlich so sein soll, dass jedes Mal, wenn man Rechtsklick macht, quasi eine Kugel weggenommen wird. Und dass das, warum auch immer, nicht funktioniert. Ich habe keinen Plan. Ich muss mal... Wie gesagt, es ist jetzt eine neue Alpha draußen von Doom for Doom, die Alpha 5. Da gucke ich mal, ob es da auch so ist. Weil es wäre halt ultra overpowered. Ich meine, wir erledigen hier alle Gegner, ohne sie zu erledigen. Was ist denn hier los gerade? Ist, also, wisst ihr, man hat ja früher immer so geschärft mit so Spaziergang, ne? Das ist quasi gerade für mich ein Spaziergang. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe gerade keinen Plan. Wir haben die gelbe Karte. Mit der gelben Karte kommen wir hier durch. Das heißt, wir sollten hier wahrscheinlich auch hin. Aber was sollen wir dann machen? Oh! Okay. Alter, überall diese Archvials. Wie kommen wir hier runter? Da. Okay, also das mit den Archvials ist gerade echt übertrieben. Da kommt gerade die BFG echt gelegen. Einfach weil die gerade abartig viel Schaden macht. Aber ich komme mir gerade irgendwie vor wie so ein Cheater. Ganz ehrlich. Also. Das ist doch nicht möglich, dass es so. So overpowered ist. Oh, jetzt aber hoch. Hallo. Schon wieder ein Archvial. Wird mich verarschen? Aua. Ach da. Ja, Speichern hier. Ist wieder hier unten? Hab ich gerade irgendwas bekommen oder so? Nee, ne? Wo ist der? Boah, mach hinne. Ja, ich wusste mal zwischen der Folge und der nächsten Folge mal die Alpha 5 starten. Ach da, die blaue Karte. Die Alpha 5 starten. Mal gucken, ob das. Boah, nein. Immer in Bewegung bleiben. So, jetzt haben wir die blaue Karte gerade bekommen. War witzig. Blaue Karte. Wo müssen wir da hin? Wir müssen auch da hinten. Das war einmal. Nein, dann nicht. Da lang. Da. Das ist schon wieder so ein Archweil, Alter. Wo denn jetzt? Ach da. Ach, das war das Exit. Ah. Boah, Alter. Was fehlt denn noch? Aua, warum fühlen wir denn weh? Okay, die Dämonenpräsenz ist schon mal eliminated. So, das war's. Rotes. Kommt jetzt noch was Rotes oder was? Ne, ist ein Schalter. Aha, war doch klar. Ne, das wollen wir noch nicht. Sondern stattdessen gehe ich erstmal hier. Achso, können wir gar nicht. Ich dachte, da ist noch was. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal wieder eine normale Waffe für die nächste Map. Ja, das ist ja total overpowered, ey. Also... mit der BFG, wie gesagt, da muss ich jetzt noch mal gucken, das können wir auch eigentlich zusammen mal machen. Beziehungsweise die können wir nicht, weil ich habe Doom for Doom noch nicht gedownloadet, das fällt mir gerade ein. Fuck. Na gut, gucke ich dann mal privat. Hier zwischen den Folgen, dann sage ich euch bei der nächsten Folge mal Bescheid. Alter, das ist echt ein bisschen overpowered, das ist total overpowered eigentlich, also da kannst du einfach durch alle Levels durchgehen, ist ja. Naja, bis dann.